So, guten Morgen. Wir sind heute in Steinheim auf dem Weg in die Musikschule, wo wir, das könnte man gleich als musikalisches Rätsel der Woche verarbeiten, was für ein Flügelfabrikat antreffen? Einen? Na? Wer rät mit? Rufen Sie jetzt an, wenn Sie die Lösung wissen, aber es ist eh zu spät. Denn wir verraten sofort einen Steinway. Steinheim und Steinway. Steinheim und Steinway. Genau, leicht zu merken. Was für eine Kombination. Bitte schön. Danke. Wechselzimmer. Ein Wechselzimmer. Was ist da? So, Frau Klum, was gibt's denn zu dem guten Stück zu erzählen? Ja, was gibt's da zu erzählen? Der wurde 1990 zur Musikschule angeschafft. Nicht, dass wir dem Herrn Klum nicht glauben würden, dass der damals neu war, aber wir überprüfen das natürlich nochmal. Das sollten wir gerne tun. Anhand der Werksnummer, die ist da unten eingeschlagen und tatsächlich 89. Gut. Weil hier unten steht 109, ziehe 20 ab. Dann hat man die Werksnummer 89. Gibt es auch für Schaltjahre? Ein Flügel reißt die Klappe normalerweise in zwei Varianten auf. Große Klappe oder kleinere Klappe. Für Kammermusik macht man sie hier zu. Und jetzt hat dieser Steinway tatsächlich auch noch eine Kleinstklappenöffnung. Na. So. Warum das ist? Kammermusik mit besonders zarten Instrumenten. Okay. Oder wenn man Kinder beim Singen begleitet. Möglicherweise. Und das hatte bisher nur der Bösendorfer in Gerstetten. Wenn man weiß, dass Steinheim und Gerstetten immer etwas konkurrieren, sind sie hier gleich auf. Und was gibt's zu sagen? Wie fühlt sich's an? Wunderschön. Das ist ein ganz schönes Instrument. Selbst für Steinway. Also Steinway ist ja sowieso eine recht ordentliche Firma. Und das hier ist wirklich auch mal ein ausnehmend schönes Beispiel. Und hat es nicht mal nötig, Elfenbeintasten zu haben, auch diese Plastiktasten? Genau, 1989, wenn wir das richtig gehört haben vorhin, waren die Elfenbeintasten schon nicht mehr so ganz modisch. Ja. Nachdem wir jetzt Haydn und Brahms genossen haben und gehört, wie klingt der? Das ist ein wirklich feines Instrument. Der ist gut in Schuss. Und Steinway ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass sie schäbige Flügel machen. Und das hier ist tatsächlich noch eins der schöneren Beispiele. Also schon für Steinway-Standards wirklich gutes Instrument. So, wir halten fest. Dies ist kein Flügel. So und? Haben Sie das jetzt alles gefilmt, Herr Penn? Ich filme grundsätzlich alles. Kommt jetzt im Fernsehen? Ja. Wir sind immer noch auf Sendung. Ja, okay. Ja. Wir sind auf Sendung. Deswegen sagen wir jetzt nichts, meine Damen und Herren. Und blicken tatsächlich von hier nochmal in den... Wir freuen uns jetzt, wenn der Herr Penck die Treppe nicht rechtzeitig sieht. Und in den Meteorkrater purzelt. Das hättet ihr gern. Und wer fährt euch dann heim? Ach, who's gonna drive you home? Okay, gut. Also wir nehmen alles zurück. Nein. Arthur, unser Freund. Gut. Da ist der Krater.